was dies so spricht. Ja. Ganz schöner Output, was? Ja, es ist eigentlich schon einiges. Yeah, endlich spawnt hier mal einer. Komm mal zu mir. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Und dann gucken wir mal, was da so gelootet werden kann. Und damit man das jetzt besser sieht, machen wir die Plätze frei. Die entscheidenden Gegenstände mal hierher. Das ist ganz schön laut, was? Hallo? Hey, du blöder Typ. Spring mal runter. Du hast keine Chance. Hey, Creepy. Also, man sieht auf jeden Fall deutlich, dass. Wenn draußen alles gelöscht ist, dann spawnt hier drin deutlich mehr. Natürlich auch, weil... Hey, Alter! Oh, scheiße, Mann! Fuck, fuck, fuck! Jetzt habe ich ihn getötet mit dem... Das darf doch nicht wahr sein, oder? Aber hier ist ein Chunk, wo Slimes spawnen. Das ist ja geil. Das ist ja ein Zufall. Oh, Mann. Ja. Das wundert mich jetzt zwar, aber ich finde es auch gut. Dann würde ich sagen, buddeln wir doch gleich hier mal weiter und schauen, wie groß der Chunk ist. Ist hier voll der Slime da. Aber das sieht man schon, hier steht überall No, 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 No. Wo haben wir den Spitzhacki? Bin ich jetzt blind? Die hatten wir doch noch. Okay, wir haben doch keine Spitzhacke. Doch keine Spitzkacke. Also da ist der Chunk. Dem muss man nachgehen. Das kann man sich nicht so entgehen lassen. Hier ist auch noch Yes. Was soll denn die Kacke? Yes, 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 yes. No. Also hier ist auf jeden Fall der gesamte Chunk. Ja, dann machen wir es doch so. Dann heben wir das jetzt alles hier aus, sodass hier ein paar Slimes spawnen können. Dann lassen wir uns auch noch was für diese einfallen. Aber da mache ich jetzt keine aufwendige Farm oder so, die es zusammentreibt, weil jetzt sind wir ja eigentlich schon direkt drüber. Schöne Matur machen, damit niemand was sagen kann. Hey du, bist du immer noch da? Alter, bist aber nicht in der Falle, oder? Wo könnt ihr hingehen? Geil. Gut, dann machen wir das mal wieder aus. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den ganzen Slimes und den Mod, dann könnt ihr das gerne auf meinem Tutorial-Video angucken. Da wird alles beschrieben, wie man Chunks findet, wo Slimes spawnen. Und mit Hilfe von dem Video, also ich denke mal, es wird sich auch nichts großartig gegenüber 1.8 ändern mit den Slimes. Mir wäre zumindest nichts bekannt. Dann könnt ihr das nämlich genauso verwenden dafür. Eine Spinne. Ein Creeper. Hey, das ist echt geil mit den Fenstern hier oben. Das sollte ich eigentlich immer machen. Es sieht mir echt viel. Cool. Cool, cool. Ich bin richtig stolz auf meine Monsterfalle. Auch wenn sie nur eigentlich nur klein ist. Aber trotzdem cool. Obercool.
Okay, so, hier haben wir ein Yes. Schauen wir mal, wie lange das jetzt noch weitergeht. Was ist da drin? Oh, jetzt sollte ich doch mal ein paar Fackeln setzen. Ja, das wird jetzt halt alles zu viel sein. Aber wenn hier überall Yes steht, das ist schon... Scheiße, Mann. Da ist ja voll... Da ist ja auch ein Höhlenzugang. Ja, komm mal her, hier. Oh Mann, aber jetzt haben wir wenigstens auf jeden Fall einen Hinterzugang zur Höhle. Dann sollten wir das mal hier verschließen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zumindest in die Höhle rein. Beziehungsweise, schau mal, wie groß der Tank ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen... Slime spawnen lassen. Aber hier steht überall Yes. Und Redstone. Ach, hier ist schön. Brauchen wir auch gar nicht weiter graben. Machen wir hier mal zu. Sicher ist sicher. Schön. Slimes gefunden, durch Zufall wohlgemerkt. Bisher musste ich immer extra danach suchen. Aber ich wundert sich auch die Spawn-Bedingungen. Er spawnt hier nur auf diese kleinen Ecke ist er gespawnt. Hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Wir kommen nicht drum herum. Hier ist auch noch Yes. Das sind es ja... Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Denn das sind es ja mindestens zwei Chunks, wo die Slimes hier spawnen. Das ist ja geil. Also damit können wir wirklich was anfangen. Ach, schade, dass das Adventure-Update kommt. Wir könnten jetzt hier so schön weitermachen. Okay, ich glaube, ich mache hier jetzt mal Schluss oder ein bisschen kann ich noch buddeln hier. Das muss auch eine Mini sein. Kann ich das mal wieder ausmachen, weil es irritiert, weil eigentlich Mini wäre die Monster nicht sehen. Also hier ist auf jeden Fall No. Yes, yes, No. Aber hier ist überall Yes. Jetzt müssen wir nur schauen, wie weit es dann geht. Haben wir eigentlich genügend Holz dabei? Nein, sonst hätte ich jetzt eine Tür gemacht. No steht hier. Hier yes, hier no. Okay, gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Grenze. Also hier haben wir auch schon no, okay. Dann haben wir das hier weg, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hier.
Genau. Das sind es wahrscheinlich genau zwei Chunks. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Da müssen wir das hier unten freibuddeln und auf jeden Fall da drüben einen Eingang machen. Ja. So machen wir das. So. Da muss auf jeden Fall die Wasserquelle weg. Ich die jetzt eh nicht gleich aufbuddeln. So, Wasserquelle, goodbye. Gut, yes. Da steht ein Creeper drauf. Könnte jetzt explodieren? Nee. Das wäre ja fatal. So. Da haben wir No. Okay. Jetzt mache ich hier eine Fackel hin. Das hört sich immer so laut an, hey, jetzt wird er gleich neben mir explodieren. Der ist das ein Typ, hey. Hier haben wir No, also hier durch. So, da. Das muss alles weg. Wir haben jetzt eh keine Spitzhacke mehr. Okay. Dann sammeln wir jetzt nochmal die Sachen ein. Es wäre ja Verschwendung, wenn wir das wegwerfen würden. Na, da geht ganz schön was zusammen. Das passt schon so. Cool. Dann können wir das ausschalten. Wir haben Slimes gefunden. Und dann brauche ich ja noch mein Schwert. Mein Schwert traue ich mich nicht raus. Sonst geht da gar nichts. Gut, und dann machen wir jetzt gleich eine Unterbrechung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zack, ich könnte mir auch mal eine Rüstung machen. Zack. Pfeile behalten wir. Also auf jeden Fall brauchen wir eine Spitzhacke für später. Hallo, ist da jemand? Dann gehen wir ins Betty. Betty. Und